meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Quos Vlog Januar und 50 Abonnenten Spezial. Was ihr gerade da im Hintergrund seht, ist ein lustiges Indie-Game, Iron's Nord. Ich find's lustig, ist kostenlos bei Steam erhältlich, zieht euch das mal runter, spielt das mal, ich find's nice. Bruce Lee Peak schlägt zurück. Ja, okay, wie gesagt, das ist es. Ich will mich bedanken für 50 Abonnenten. Im Januar habe ich insgesamt die 50 Abonnenten geknackt. Dank euch, wie in Silvester Special angekündigt, mache ich jetzt auch ein 50 Abo Spezial. Was bin halt dieses 50 Abo Spezial? Nun, ich möchte was zurückgeben. Und zwar an euch, meine Abonnenten und meinen treuen Zuschauer. Deswegen wird es nachher noch ein ganz kleines Gewinnspiel für euch geben. Nun, ihr müsst dafür natürlich was tun. Was genau, verrate ich euch gegen Ende der Folge. So, das ist erstmal das. Ja, wie gesagt, danke für 50 Abonnenten. Und Rückblick Januar. Und wahrscheinlich voraussichtlich Februar. Was wird kommen? Was ist geschehen? Also, was ist geschehen im Januar? Nun, neues Jahr eingeläutet, ne? Ja. Und es kam ein kleines Nebenprojekt von mir raus, und zwar Ghost in the Shell. Was ihr sehr gut angenommen habt, finde ich als kleinen YouTuber. Danke. Es werden dazu noch einige Let's Plays kommen, aber nicht so oft. Also, ihr möchtet das, dann schreibt mir das in die Comments. Dann Alice ist fertig. Alice ist im Januar fertig. Dafür danke ich euch nochmal, dass ihr so lange mit mir durchgehalten habt. Ja, kein Sprachfehler in GameMatiQuos Videos. Der darf ja nicht fehlen, mein Markenzeichen. Ja, und was war noch? Ja, wie gesagt, Alice. Dann, ich habe jetzt auch ein Intro. Danke an Miss Janiac, dass mir dieses schöne Intro gemacht hat. Freue mich echt tierisch. Danke, danke, danke. Zu Miss Janiac kommen wir jetzt gleich nochmal, weil im Januar ist noch was passiert, worauf ich sehr stolz bin. Aber das kommt später. So, Januar. Ja, Januar. Einheit 13, Fraktion Revolution. Die alte Einheit ist wieder zusammen. Ja, wir haben ja ein Minecraft-Video rausgebracht, was natürlich, danke für die Aufrufe, mit 20 Aufrufen sehr gut für meine Verhältnisse ist. Ja, und wir hatten da viel Spaß, und fragt ihr jetzt, kommt das jetzt öfters oder so? Ist genauso wie mit Ghost in the Shell. Wenn wir mal zusammenkommen, werde ich das dann natürlich aufnehmen. Wir wollen natürlich den Dschungel finden. Aber grundsätzlich ist das nur auch ein kleines Nebenprojekt von mir. Ja, es hat Spaß gemacht. Ich grüße Trajan, CEG und Wing. Schönen Gruß an euch. Ja, was ist denn ja nur noch passiert? Ja, das ist, wie gesagt, Batman sind wir weiter vorangeschritten. Sword Art Online ist auch sehr gut angekommen, auch mit dem lieben Silver Dragon. Den grüße ich auch mal an dieser Stelle. Ja, was ist noch im Januar passiert? Ja, nun kommen wir zu dem mit Miss Janiac. Und zwar, Miss Janiac, ganz, ganz großes Dank an sie auch. Nun nicht wegen den Intro, sondern Miss Janiac hat mich in ein Projekt mit einbezogen. Und zwar in dem Projekt We Are All Together. Und das Video kam letzte Woche Donnerstag raus. Also, ja, letzte Woche Donnerstag. Wir haben jetzt Samstag. Und dieses Video hat wie eine Bombe eingeschlagen. Wirklich, wie eine Bombe. Über knapp 1000 Aufrufe oder so um den Dreh. Ich muss dann nochmal nachgucken.
Ja, und was gibt's dann noch zu sagen? Ja, wie gesagt, ich bedanke mich auch an den YouTuber, die da mitgemacht haben, wie Lauplay, Baby Chrissy, Mr. Wissen to Go natürlich, und noch viele mehr. Und ich danke Miss Janiak, dass sie mich da einbezogen hat. Und ich werde mit Miss Janiak weiter dieses Programm noch leiten. Also es gibt ein Teil 2, wenn ihr Lust habt, da mitzumachen. Ich packe euch mal den Link zu unserer Fanseite rein und da könnt ihr euch bewerben. Und dann sagen wir euch, ob ihr dabei seid oder nicht. Weil es sind schon einige Bewerbungen eingegangen und wir sind stolz darauf, dass wirklich das so gut angenommen wurde. Nochmal danke, danke an die ganzen Zuschauer. Falls ihr das Video nicht kennt, Link auch wieder unten in der Beschreibung. Unter der Großgruppe We Are All Together. Ja, was ist noch passiert? Ja, das erstmal zum Januar. Also wie gesagt, Batman läuft weiter, wird auch noch eine Zeit dauern. Deswegen wird es ab Februar eine kleine Änderung im Upload-Plan geben, meine lieben Freunde. Und zwar werden Montag und Freitag mein neues Let's Play für den PC rauskommen. Was es ist? Nun, die Tendenz ist klar. Wer sagt, die Tendenz ist klar, ich brauche nicht weiterreden. Die Distanz ist klar, zu welchem Spiel es geht. Ihr hattet ja aber zwischen Valkyrie Chronicles und Warhammer 40k Space Marine. Und es ist Morg, meine lieben Freunde. Warhammer 40k Space Marine ist es. Ihr wollt, dass ich Orks in ihren grünen Ärschen trete. Kein Problem. Mit allen Waffen, die ich da finde, werde ich es machen. Aber nicht nur Orks sind da meine Gegner. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Also ihr könnt euch darauf was gefasst machen. Da kommt noch einiges auf euch was zu. Es wird blutig, es wird brutal. Freut euch. Ja, und dann, wie gesagt, Montag, Freitag eben Warhammer 40k. Dienstag, Donnerstag und Samstag kommt dann Batman. Weil ich habe insgesamt 98 Folgen und bis der Zeitpunkt sind wohl 58 draußen, also 30 Folgen fehlen noch. Das wollte ich deswegen hinmachen, weil ich schon ein nächstes Projekt wieder in Hinterhand habe. Zu diesem Projekt will ich noch nicht viel erzählen, aber ich sag mal so, Anime-Fans würden sich freuen und Kinder der 90er hast recht. Ja, Sword Art Online kommt wie immer mittwochs und Sonntag natürlich wieder ein Überraschungstag. Was genau da rauskommt, wird wahrscheinlich ein paar Vlogs, paar Games wieder sein und noch was anderes, was ich mit Michaniac geplant hat unter den Sternen We Are All Together. Also nochmal für euch, Ablaufplan, Montag kommt Warhammer 40k Space Marine, Dienstag kommt Batman, Mittwoch kommt Sword Art Online, Donnerstag kommt Batman, Freitag kommt Warhammer 40k und Samstag kommt Batman und am Sonntag Überraschungstag, wie immer. So, ändert sich noch was im Februar? Ja, ich habe mir eine Kommentare durchgelesen und viele sagen, oh, deine Videos, sie sind zu lang und mach sie doch kürzer, 20 Minuten und so. Und ich war jetzt überlegen, Quo, was machst du jetzt? Und ich will euch entgegenkommen. Also, die Batman-Folgen werden komplett kurz vor einer halben Stunde gehen. Damit müsst ihr jetzt rechnen. Die Sword Art Online-Folgen wahrscheinlich, ich weiß nicht bis welchen Part ganz genau, weil ich habe hier schon vieles vorgedreht. Ich müsste lügen. 17, 18 wird es auch noch bis zur halben Stunde gehen. So, hier meine Änderung. Genau zuhören, Leute. Die Warhammer 40k Space Marine Folgen werde ich 25 Minuten lang machen. Das ist jetzt das Maximum. Minimum 20. Also ich komme da auch jetzt euch schon mal entgegen. Weil, okay, ich verstehe es, lange durchhalten. Deswegen mache ich das extra für euch. Gehe ich auf 5 Minuten runter. Weil ich nehme mir schon zu Herzen, was meine Community und meine Leute
gerne von mir sehen möchten. Deswegen 20 bis 25 Minuten. 25 Minuten finde ich noch akzeptabel, deswegen wird die Folgen 25 Minuten gehen. Sword Art Online dann auch generell, ja, wird auch 25, so knapp 25 Minuten gehen. Also darauf könnt ihr schon mal gespannt sein. Also wird jetzt jedes Let's Play von mir so 20 bis 25 Minuten gehen. Es kann auch mal sein, ich sag jetzt mal Ghost in the Shell, wir sind mitten im Kampf und ich will euch was zeigen und kann sein, dass ein paar Minuten hinaus, aber das wird dann eher der nicht der Fall sein. Ich versuche echt maximal nur 25 Minuten einzuhalten. Deswegen, was noch, im Februar möchte ich dann eine Endcard erstellen. Wann genau, kann ich euch noch nicht sagen. Da bin ich noch am Grübeln, wie ich das aufbaue. Das nächste Ding ist mein Kanaltrailer. Bin ich jetzt auch schon lange überlegen, wie mache ich das. Das Kanaltrailer will ich dann zum März hin erst fertig machen. Das heißt, im März werde ich mich komplett den Kanaltrailer widmen. Da habe ich auch ein bisschen mehr Zeit und dann werde ich ja den Kanaltrailer zu dem, ich hoffe Ende März, ausbringen, dass er dann am 1. April startet. Ja, und was wird noch sein? Ja. Das war's eigentlich. Also das steht jetzt Februar so an und auch März. Es wird dann wieder ein Vlog geben, wie war der Februar mit Pro. So, das habe ich jetzt aber mit meinen 50 Abonnenten spezial verbunden und jetzt, ich weiß, ihr seid heiß drauf, jetzt zum Gewinnspiel. Nun, dieses Gewinnspiel mache ich von mir selber aus, weil ich möchte euch gerne was zurückgeben. Also es kommt von mir. Also YouTube ist nicht damit beteiligt, will ich gleich mal klar sagen. Und ja, was müsst ihr dafür tun? Jetzt haben die bestimmt eine Abo geben oder Like geben. Nein, wenn ihr mir ein Abo geben möchtet oder ein Like oder wenn ihr das Video teilen wollt, macht es von euch aus. Das ist ich zwinge euch nicht dazu. Das ist nicht die Anforderung für mein Gewinnspiel, sondern ich habe was Pipi, was Schlimmeres geplant, meine lieben Leute. Ja, wollt ihr es wissen? Nun, gut. Ich will euch aber noch mal kurz vorwarnen. Es ist allzeitlich bekannt, wenn man sehr viel Batman Arkham spielt, dass man an Ritteritis leidet. Ritteritis, will er uns verarschen? Ihr müsst Fragen beantworten. Und satte 4 Fragen und ein Rätsel. Jetzt sagen alle, Quo, du bist scheiße. Darauf antworte ich. Ja, ich weiß. So, meine Leute, dann stelle ich euch jetzt mal die Fragen. Frage 1. Wie hieß mein Kanal früher? Gut. Frage 2. Wen nenne ich im Batman Arkham Knight Nervensäge Nummer 2? Nummer 1 ist Ritter, ist ja klar, ne? Der nervt ja überall. Nummer 3. Was war mein erstes Test? Nummer 4. Wie heißen meine 3 Kumpels, die bei dem Let's Plays mitgemacht haben? Also ich meine die jetzt nicht von Minecraft, nicht CG Wing und 3 Eiern. Die sind von der ausgeschlossen, ne? Die dürfen nicht mitmachen, weil ihr die Antworten kennt. So, und beim letzten Ding, Leute, habe ich mir was überlegt. Ich leide ja eine Ritteritis und ich kann nicht anders. Ich muss euch ein Rätsel stellen und hier kommt das Rätsel. Was real ist oder nicht, das weiß allein nur ich. Doch andere Leute sagen, ich wäre nicht ganz dicht. Wer bin ich? Ja, meine Leute, das ist das Rätsel. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Und kleiner Tipp, es geht alles nur um meinen Kanal. So, was gibt es zu gewinnen? Der Gewinner darf sich aussuchen, ob er eine 15 Euro Steam-Karte, 15 Euro PlayStation Store-Karte oder 15 Euro Xbox Live-Karte haben möchte. Also einer von den 3 darf er sich aussuchen. Und es gibt nur einen Gewinner. Das Gewinnspiel endet Zeitraum bis nächsten Woche Sonntag. Außer jemand schafft es, das Rätsel eher zu lösen und mir in die Kommentare zu schreiben, die Antworten.
Wer das als erstes schafft, hat gewonnen. Ne? Sonst, ich gebe euch Zeit bis Sonntag, um nachzudenken. Ihr wisst Bescheid. Gut, das habe ich. Noch was? Ja, solltet ihr Fragen oder so haben, schreibt mir die in die Kommentare. Ich werde die natürlich euch beantworten über das Gewinnspiel. Wie gesagt, es gibt nur einen Gewinner und er darf sich eins der drei Preise aussuchen. In dem Sinne, zockt gut. Wir sehen uns. Lasst mir was da. Ciao.